Tja, dieser Vorfall zeigt, glaube ich, ziemlich gut, dass wir leider im Jahr 2021 über Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus reden müssen. Und wir haben noch zwei weitere tolle Gäste bei uns. Das ist zum einen Dr. Emilia Ruack. Sie ist Politologin und Aktivistin. Sie leitet einen Verein in Berlin, der sich gegen Diskriminierung einsetzt. Und Michel Abdoulaye, er ist Moderator, Podcaster und Buchautor. Und der in seinen Arbeiten sich ja auch immer wieder mit Rassismus und Intoleranz auseinandersetzt. Schön, dass ihr beide da seid. Herzlich willkommen. Michel, du hast einmal gesagt, du musst deine Menschlichkeit jeden Tag neu verhandeln. Wie ist das gemeint? Naja, wir sehen das an diesem Fall, der ja ein Fall ist, der jetzt sichtbar geworden ist. Aber wir haben unglaublich viele solcher Fälle, die unsichtbar bleiben. Und ich bin auch einer davon. Und ich verhandle das nicht nur für mich, sondern stellvertretend für all die anderen Fälle, die wir sehen. Weil wir in einer rassistischen Gesellschaft leben. Und zwar das weltweit. Das ist kein Problem in Deutschland. Aber wir sollten hier vor unserer eigenen Haustür erstmal kehren und uns dann um die anderen kümmern. Was meinst du mit verhandeln? Also du musst dich jeden Tag neu erklären? Oder? Ich muss mich jeden Tag dafür wieder rechtfertigen, warum ich über das Thema rede. Das heißt, es reicht doch irgendwann mal. Aber Rassismus ist nicht eine Sache, die morgen vorbeigeht. Genauso wie Klimawandel. Können wir nicht sagen, es reicht jetzt erstmal. Haben wir lange genug darüber gesprochen. Ich muss jeden Tag wieder klar machen, dass ich mir das nicht ausdenke, wie wir das jetzt wieder sehen, dass er sich das ausdenken würde, wo man sagt, nein, das ist passiert wirklich. Und erst wenn die Menschen mit dir sind und sehen, dass es dir passiert auf offener Straße, dann verstehen sie erst, worum es geht. Emilia, muss man so lange darüber sprechen und es immer wieder penetrieren, bis es sich irgendwas ändert? Also wir tun das die ganze Zeit. Wir reden die ganze Zeit über Antisemitismus, Rassismus, über Anfeindungen, über Ausgrenzung, über Unterdrückung. Und ich glaube, ein System bleibt aufrechterhalten, indem es immer wieder angezweifelt wird. Und genauso wie bei Gil gefragt wurde, nee, das hast du nicht gesagt. Es gibt so eine kollektive Infragestellung, wo wir uns ständig immer wieder behaupten müssen und immer wieder sagen müssen, nee, doch, das gibt es, das ist meine Erfahrung. Und ich glaube, wir verschwenden auch sehr viel Energie daran. Und ich glaube, das meinst du, wenn du sagst, ich muss immer wieder meine Menschlichkeit verhandeln. Weil wir müssen unsere Sichtpunkte immer wieder klar machen. Und ich wünschte mir, dass wir irgendwann ankommen und sagen, okay, wir müssen das jetzt nicht mehr besprechen, ob Unterdrückung und alle Formen der Rassismus tatsächlich passieren in Deutschland, sondern wie können wir sie überwinden? Und so weit sind wir noch nicht, leider. Die Frage ist ganz einfach zu stellen, aber die Antwort ist so unglaublich schwer. Warum diskriminieren Menschen andere Menschen? Also ich glaube, es ist ein System, eine Hierarchie, eine globale Hierarchie, die mehrere hundert Jahre und auch für Antisemitismus auch noch viel älter ist, die manche Menschen entmenschlicht. Und deswegen ist es so, die Würde, also Würde, Respekt, Achtung werden gewährt für Menschen, die über diese Linie der Menschlichkeit platziert werden. Und viele Menschen in unserer Gesellschaft werden täglich entmenschlicht. Einen Zugang zu verweigern, eine Person nicht wahrzunehmen oder eben Stereotype, die immer wieder behaupten oder immer wieder die Idee perpetuieren, dass manche Menschen unterlegen sind, dass sie weniger sind als, führt dazu, dass wir diskriminieren täglich. Mhm. Und das ist nicht nur eine beabsichtigte, bewusste Handlung und das müssen wir auch ganz klar sagen, weil wenn wir uns darauf reduzieren, dann könnt ihr das Problem auch nicht bekämpfen. Es handelt sich um Systeme. Das ist überall in der Gesellschaft zu finden. Auf dem Arbeitsmarkt, im Schulsystem, im Gesundheitssystem. Wir sehen das auch mit der Corona-Pandemie, wie das sich ausgewirkt hat. Im Justizsystem, in den Medien, in der Politik. Das heißt, es wird getragen von Menschen, aber es wird auch, es gibt auch ein Gerüst dafür. Und dieses Gerüst ist die Gesellschaft, das ist auch die Geschichte. Und diese Hierarchie noch als letztes ist nicht eine Meinung. Es ist nicht eine Meinung oder eine Ideologie oder ich sage das jetzt nicht, weil ich bin der Meinung das, sondern diese Hierarchie wurde auch in Gesetz verankert, sie wurde in Recht verankert, sie wurde auch in der Wissenschaft verankert, in der Biologie. Das heißt, dass ganz lange, bis weit in den 20. Jahrhundert, glaubten auch Wissenschaftler, dass jüdische Menschen, dass schwarze Menschen, Roma und Sinti und alle anderen Menschen, die nicht weiß waren, biologisch unterlegen waren. Und das wirkt nach.